und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute machen wir zusammen einen Shake. Und zwar ist das ein Shake, den wir für unsere Kunden auch jede Woche machen. Und den machen wir jetzt heute einfach miteinander, weil, warum nicht? Der Shake hat Kohlenhydrate drin, er hat Vitamine drin, Ballaststoff und Protein. Natürlich auch ein bisschen Fett durch die Haferflocken. Und das ist genau das, was wir nach dem Training brauchen. Das, was wir jetzt heute machen, sind 2 Liter. Das wären 4 Mahlzeiten. Also wenn ihr vielleicht nicht ganz so viel wollt, dann macht ihr einfach die Hälfte. Dann habt ihr für 2 Tage eine Mahlzeit. Das ist völlig egal, ob das eine Mahlzeit ist im Sinne von einem Morgen, Mittag, Nacht. Es ist natürlich so ein bisschen für nach dem Training einfach optimal, aber das ist es für eine Hauptmahlzeit auch. Jetzt, was wir brauchen da dafür, sind 2 riesengroße Bananen. Ich habe schon einen riesigen Kopf, aber die sind echt gross. Und ich habe Sojamilch da. Wir haben ein Pack gefrorene Erdbeeren, 500 Gramm. Dann habe ich ein bisschen Proteinpulver. Das ist mit Honig-Milch-Geschmack. Gibt es bei uns im Online-Shop. Kann ich nur empfehlen. Ihr könnt aber auch jegliches anderes Protein nehmen. Oder wenn ihr kein Proteinpulver zu Hause habt, könnt ihr auch einfach ein bisschen Magerquark rein tun. Dann haben wir auch Protein drin. Plus, wir haben Haferflocken. Das ist alles das, was wir heute brauchen. Ich tue gerade mal zuerst Haferflocken rein. Ich habe ja eigentlich immer so ein Massbecherli, aber das ist jetzt gerade in der Abwaschmaschine. Darum nehme ich jetzt hier so einen Massbecher. Und ich habe jetzt gedacht, ich gehe davon aus, das ist etwa gleich viel wie 100 Gramm Mehl und Zucker. So, also wir brauchen 100 Gramm. Dann schmeißen wir den ganzen Sack Erdbeeren da rein. So, ihr seht das gar nicht. Gell? Ich bringe das hier rüber. Immer super, wenn es etwas Gefrorenes drin hat, weil dann ist der Shake halt gerade ab dem ersten Moment mega fein. Dann tun wir unsere 2 Bananen da rein. Könnt ihr übrigens auch gefrorene nehmen. Spielt also absolut keine Rolle. So, dann kommen wir zu unserem Proteinpulver. Es ist eine riesige Dose. Es sind 1,5 Kilo. Voll übertrieben. So, falls ihr das anschauen wollt. Das macht es einfach auch noch etwas süß. Und das ist ja recht praktisch. Ich tue jetzt einfach 2 gehäufte Esslöffel rein. Weil ich will ja auch nicht, dass so voll der Geschmack übertönt. Und darum. Ja. Jetzt tue ich zuerst Wasser rein und nachher Sojamilch. Weil ich will. Ups. Schnell schauen. Wie die Konsistenz ist. Wir tun ja immer mit Sekunden Wasser abmessen. Ich würde sagen so 4 bis 5 Sekunden. Also, Moment. Ich muss es immer von Augen sehen, darum ist es so schwierig. Also, wir haben 1, 2, 3, 4. Ja. Gute 4 Sekunden. Jetzt tun wir das einmal mixen. Und den Rest dann noch mit Sojamilch auf. So, das haben wir gemixt. Vielleicht war es ein bisschen viel Wasser, weil es hat fast keine Milch mehr drin Platz. Also vielleicht noch 2-3 Dezi. Ich tue genau auf 2 Liter auffüllen, weil. Wir füllen es in 500 ml Fläschchen abfüllen und ich will grundsätzlich keine Risten. So, dann tun wir das nochmal. Ganz kurz. Nur, dass die Milch nochmal drunter kommt. Oh, jedes Mal gleich. So, das ist unser Proteinlöffel, der ist sonst noch nicht angebraucht. Schnell probieren. Bombe. Süß.
aber Bombe. So, jetzt kommt der Smoothie dann, wie gesagt, in die vier. Oder nein, es ist nicht ein Smoothie, es ist ein Shake in die vier verschiedenen Fläschchen rein. Und dann haben wir eine Mahlzeit. Wie cool ist das? Oh, das ist so fein, ihr würdet das lieben. Irgendwann, wer weiß, mache ich vielleicht mal eine Smoothie- und Shake-Bar auf. Wie cool wäre das? Du, vielleicht werde ich erfolgreich mit diesen Videos und werde bekannt für das. Übertreiben wir es nicht. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!